Volker Kauder hat aus meiner Sicht eine sehr gute Arbeit geleistet. Und Herr Brinkhaus, der wird es auch machen. Und dazu wünsche ich ihm viel Glück. Ich habe ihm auch gesagt, auf gute Zusammenarbeit auch mit der CSU. Ist das jetzt ein Erdbeben? Wir sollten jetzt nicht immer unsere Dinge gleich so dramatisch sehen. Aber es ist eine Wahl, die ausdrücklich gegen den Wunsch der beiden Parteivorsitzenden so gefallen ist. Wir haben ihn vorgeschlagen. Das ist wahr. Gibt Ihnen das zu denken, was Ihre Durchsetzungskraft in dieser Fraktion noch angeht? Ihre jetzt und muss man Frau Merkel? Das muss man mal mit uns, mit Abgeordneten reden, um auch ein bisschen Hintergründe zu erfahren. Ich habe ja da vorher keinerlei Recherchen angestellt. Jetzt hat man das Ergebnis zu respektieren. Das ist so in der Demokratie. Es waren auch zwei wirklich gute Vorstellungsreden. Und es war, soweit ich das mitverfolgen konnte, in den letzten Tagen auch ein fairer Wettbewerb. Das ist für den Augenblick festzustellen. Ich denke, dass es die Uraufgabe der Demokratie ist, auch mehrere Personen zur Auswahl zu haben. Und das hat die Kolleginnen und Kollegen eigentlich erfreut. Und ich denke, dass jetzt auch dieses Zeichen des Aufbruchs, was die Kolleginnen und Kollegen gewünscht haben, auch zum Ausdruck kommt und in der Öffentlichkeit positiv gesehen wird. Zufrieden bin ich mit der demokratischen Weise, wie das fair und anständig abgelaufen ist. Ich denke, dass wir ein klares Zeichen für die Teilhabe an der Politik als Fraktion erfüllt haben und wir auch verdeutlicht haben, dass wir viel Lust auf Teilhabe an der Regierungsarbeit haben, um die richtigen Weichen für die Menschen zu stellen. Ich denke, dass sich die Bundeskanzlerin wie oft auch mit der Fraktion arrangiert und dass sie auf unsere Dinge verstärkt hört, weil das ist das Zeichen, das jetzt auszusenden ist. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch hier eine gute Arbeit bekommen. Die Koalition ist sicher in einer neuen Aufstellung von Seiten der Unionsfraktion. Ich denke, dass da kein Schaden entsteht, sondern dass auch klar wird, wir haben auch einen Einigungsdruck in der Koalition. Aber wichtig ist, dass wir ein Zeichen für die Zukunft letzten Endes hier voranbringen können. Der neue Fraktionsvorsitzende übernimmt diese Fraktion in einer schwierigen Zeit. Wir spüren alle, die Welt ist in großen Umbrüchen, Europa ist in großen Umbrüchen. Auch in Deutschland ist viel Unruhe in die politische Situation, auch in die gesellschaftliche Lage gekommen. Es wird darauf ankommen, CDU, CSU, die jahrzehntelang ein politischer Stabilitätspfeiler in diesem Land waren, als solcher zu erhalten. Das wird eine große Herausforderung, vor der Ralf Brinkhaus und wir alle in den nächsten Monaten und Jahren stehen. Die Große Koalition hat in meiner Empfindung und auch in der Wahrnehmung vieler anderer bisher noch nicht in den Arbeitsmodus gefunden, den wir uns wünschen. Wir hatten über viele Monate hinweg eher einen Streitmodus als einen Arbeitsmodus. Wir hatten eine langwierige und schwierige Regierungsbildung. Wir hatten vor der Sommerpause einen großen Streit zwischen CDU und CSU, der fast zum Bruch der Fraktionsgemeinschaft geführt hätte. Wir haben Streitereien nach der Sommerpause gesehen. Und da hat sich sehr viel Unmut aufgestaut. Dieser Unmut hat sich ein Ventil gesucht. Und dieses Ventil hat er heute gefunden. Wir haben erlebt, dass in den letzten Monaten sich Unmut aufgestaut hat. Das ist nach meiner Überzeugung kein Unmut gegen die Kanzlerin, sondern es ist ein Unmut dagegen, dass diese Regierung insgesamt bisher noch nicht so Tritt gefasst hat, wie wir das gerne gesehen hätten. Das hat sich heute entladen. Angela Merkel hat im Vorfeld ja sehr klar gemacht, dass sie sich ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der ganz überwältigende Teil unserer Fraktion weiterhin an der Spitze der Bundesregierung Angela Merkel wünscht. Die Mehrheit wollte einen Wechsel jetzt im Fraktionsvorsitz. Aber daraus herzuleiten, dass die Fraktion mit Angela Merkel ein großes Problem habe, hielte ich für eine überzogene Deutung. Die CDU-CSU-Fraktion hat heute einen neuen
Fraktionsvorsitzenden gewählt. Ich habe Herrn Brinkhaus auch im Namen der SPD gratuliert und mich natürlich auch bei Herrn Kauder bedankt für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Das ist der Beginn eines weiteren Autoritätsverlustes. Man kann das Merkel-Dämmerung nennen. Man kann auch sagen, man schlägt den Sack und meint jemanden völlig anderem. Ich glaube, das ist jedenfalls ein weiterer Schritt zum Ende der Regierung Merkel ist und wir werden das Ende viel früher erleben, als wir uns das heute vorstellen. Wir wissen alle, dass Herr Kauder der Steigbügelhalter und der Mehrheitsbeschaffer der Kanzlerin gewesen ist und dass er es jetzt nicht geworden ist, lässt doch tief blicken. Es ist ein sehr überraschendes Ergebnis. Herr Brinkhaus ist ja angetreten gegen die Führung. Frau Merkel hat heute explizit noch einmal ja unterstrichen, dass sie es nicht für eine gute Idee hält, jetzt zu wechseln. Er ist angetreten auch mit kritischer Begleitung aus den Medien. Die Kandidatur wurde belächelt. Ganz allein hat er das gemacht und hat sich durchgesetzt. Und das ist ein doppeltes Zeichen. Es zeigt zum einen einen Erneuerungswillen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das begrüße ich sehr, ist überfällig. Und auf der anderen Seite ist es ein Zeichen der Erosion der Autorität von Frau Merkel und ein Zeichen gegen eine Fortsetzung der Großen Koalition auf Dauer. Der Mann hatte Mut. Wer hätte das vorher gewagt, gegen Frau Merkel einmal zu kandidieren und dann auch noch mit Erfolg? Das verdient allen Respekt. Und ich sage nochmal, ich begrüße das bei aller Anerkennung der Arbeit für Herrn Kauder. Herr Kauder war immer ein Assistent von Frau Merkel. Soll sich gar nicht so böse anhören, wie ich es jetzt gesagt habe. Die Unionsfraktion war immer verlängerte Werkbank des Kanzleramts. Und das wollen die Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU offensichtlich nicht mehr sein. Die setzen eigene inhaltliche Akzente. Finde ich gut. Die Unionsfraktion will jetzt selbst Verantwortung übernehmen, will Akzente setzen mit der Personalie Brinkhaus. Das wird das Zusammenarbeiten mit der SPD nicht erleichtern. Die ist ihrerseits in Turbulenzen. Ich glaube nicht, dass die Regierungsarbeit ruhiger wird, sondern ganz im Gegenteil. Das ist schon ein sehr einschneidender Tag heute. Man sieht ganz deutlich, das System Merkel ist am Ende. Wenn Sie, Herr Seehofer und Herr Dobrindt für Kauder plädieren und er bekommt dann keine Mehrheit, dann ist ganz klar, hier geht etwas dem Ende zu. Frau Merkel sollte die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag stellen, ob noch eine Mehrheit der Abgeordneten ihr vertraut. Wir haben eine Dauerkrise dieser Regierung. Das ist nicht gut fürs Land und nicht gut für Europa. Die tiefe Ursache geht in die letzte Legislatur zurück. Und ein Ausweis war das Wahlergebnis. Gestern vor einem Jahr hat diese Koalition nahezu 15% verloren. Es ist eine Notkoalition der Wahlverlierer, die sich schöne Überschriften im Koalitionsvertrag gegeben hat, die teilweise in Ministerien versucht, etwas umzusetzen, die insgesamt aber zur Verunsicherung der Menschen in unserem Land beiträgt. Und das ist das Problem. Wir brauchen endlich wieder demokratische Auseinandersetzungen in der Sache, Streit um beste Lösungen und nicht die Verunsicherung durch die Regierungsparteien. Ich möchte Herrn Ralf Brinkhaus gratulieren zu seiner Wahl. Volker Kauder möchte ich danken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, wenn auch in sehr unterschiedlichen Rollen. Wir als Oppositionsführer, er als Vertreter einer Regierungsfraktion. Für mich ist dieses Wahlergebnis Ausdruck der tiefen Spaltung, die es innerhalb der Union gibt. Es ist nicht so, dass in den vergangenen Monaten es nur ein Streit war zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer, sondern man kann beobachten, dass auf der einen Seite, man könnte es nennen, das eher nationalkonservative Lager innerhalb der Union gegen das christlich-liberale Lager innerhalb der Union hart kämpft und nicht mehr zu Lösungen kommt. Die Union muss jetzt klären, in welche Richtung sie gehen will. Die Union muss klären, wie sie dieses Land regieren will. Was wir erwarten von der Union, was wir erwarten von der Großen Koalition, ist, dass sie endlich anfangen, sachgerecht dieses Land zu regieren. Denn es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Aufgaben, die anstehen. Wenn man nur daran denkt, die Stabilisierung der Europäischen Union, aber auch bei uns gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben. Denken Sie nur an die Wohnungsnot. Da wäre eine tatkräftige, handlungsfähige Regierung gefordert. Oder die Frage, unter welchen Bedingungen bei uns Pflege stattfindet, wie man Pflegekräfte unterstützen kann. Oder die Klimakrise. Nach diesem Dürresommer bräuchten wir eine Regierung, die tatkräftig den Klimaschutz angeht. All das konnten wir in den vergangenen Monaten nicht sehen. Diese große Koalition, Frau Merkel, hat seit einem Jahr dieses Land nicht mehr regiert. Und deshalb, wir fordern die Regierung auf, endlich zu handeln,
endlich wieder eine Regierung zu sein und nicht ein zerstrittener Haufen, der die Probleme größer macht und Chaos in diesem Land verursacht.